So, hi. In dem Vlog möchte ich mir selbst klar machen, was ja, Umweltbildung und Bildung und ja, was das bedeutet, was es wirklich heißt, denn ich habe gestern mir dieses Wort angeschaut beim Radfahren und das ist mir klar geworden, dass das, also Umweltbildung als Zweig zum Beispiel überhaupt das Bildungssystem unseres Systems, also wo Kinder oder ja, Kinder, Jugendliche in der Schule oder in Freizeiten oder sonstigen Veranstaltungen sozusagen separiert irgendwie, separiert vom normalen Alltag über Umwelt, Natur etwas lernen und sozusagen ja irgendwie ja, darüber etwas lernen oder wandern gehen, keine Ahnung, in Zoos oder in Nationalparks oder solche Geschichten, Ferienlager, wird dann also oft oder bezeichnet man als Umweltbildung. Und in diesen Punkten ist es eigentlich so, dass an sich das Konzept ist folgendermaßen, dass man etwas über die Natur lernen soll, über die Natur, über die Umwelt soll etwas vermittelt werden und deshalb sozusagen den Kindern ein Bild von der Natur vermittelt werden soll. Und das Wort Umweltbildung ist also reduziert auf der Mensch bildet sich über die Umwelt oder durch die Umwelt und durch die Umwelt in der Form, dass er zum Beispiel irgendwelche Informationen oder Wissen über die Umwelt hat und diese dann den Kindern weitergibt. Und so werden diese gebildet, also es formt sich ein Bild in dem Jugendlichen, in dem Kind über die Natur, über die Umwelt. Und also es ist eine aufnehmende Tätigkeit, eine aufnehmende Handlung sozusagen. Und schon mal grundsätzlich sehr limitiert, extrem limitiert in der Vorgehensweise und in der Art und Weise, wie sowas gemacht wird, schon allein durch die begrenzten Informationen, das begrenzte Wissen, hauptsächlich dadurch, muss man sagen, dass da ist, und dann werden diese Inhalte natürlich auch, sage ich mal, beschränkt, nochmal massiv von dem, was sozusagen verfügbar ist an Wissen, Informationen, Tatsächlichkeiten, kommt halt wirklich ein extrem kleiner Teil durch das ganze Filtersystem von Staat, Bildungssystem, öffentlichen Einrichtungen, dann zum Beispiel in so einem Programm in einem Nationalpark für Kinder an. Ist ja auch alles reguliert und so weiter. Dadurch ist also dieses Bild, das Kinder
von der Natur, von der Umwelt bekommen, schon mal extrem eingeschränkt und auf Wissen grundsätzlich beschränkt. Also, wenn es ist nicht jetzt unbedingt so einseitig, dass nur Wissen vermittelt wird, es werden auch praktische und körperliche Aktivitäten und so weiter in solchen Umwelt- oder Bildungsprogrammen oder so vermittelt. Und was ich da festgestellt habe, ist eigentlich, dass das wirklich eher dieser Pflichtteil ist und dieses Verkopfte, dieses Vergeistigte, dass man diese Inhalte dabei dann rüberbringen will und oder soll oder dass das sozusagen das Muss ist, sonst ist es keine Bildungsveranstaltung. Ja. Und das ist auch logisch, weil das eben den Verstand bildet und nicht das Körperliche, den Körper des Erlebens, wirkliche Leben mit der Natur, das Erleben der Natur oder der Umwelt in dem Fall, oder Natur und Umwelt, sondern eben ein Bild über die Natur wird geformt und deshalb auch Umweltbildung. Also schon mal beschränkt, limitiert und auch der zweite Punkt, den ich da gesehen habe, einfach limitiert dadurch, dass man das einseitig sieht, wir bilden uns über die Natur und nicht die Wirklichkeit erkennt davon, dass wir die Natur bilden und prägen, die Umwelt mit unserem Verhalten, dass wir tatsächlich die Umwelt Natur kreieren, indem wir unsere Bilder wieder projizieren. Und der Aspekt fehlt vollkommen in der Schule, in jeglichen Bildungseinrichtungen, dass wir Menschen tatsächlich die Schöpfer sind dieser Realität, was man einfach sehen kann, wie wir die ganze Natur, unsere Umwelt überprägt haben mit unseren Vorstellungen, mit unseren Bildern, zum Beispiel die Landwirtschaft, wo sich ein Feld nacheinander an das nächste reiht, wo einfach die ganze Welt, die ganze Erde, ganze Landschaft durchschnitten ist, überprägt ist mit unseren schachbrettartigen Vorstellungen, Mustern, wie wir es gern hätten, wie wir es gern haben, wie wir es brauchen, wie wir es wollen für uns, aus unserem Interesse heraus. Und ja, dieser Aspekt fehlt bei dem Wort und bei dem, wie dieses Wort Umweltbildung, Umwelt, auch Umweltingenieur, was ich ja studiere zum Beispiel, fehlt dieser Aspekt komplett, dass man wirklich irgendwie darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass man tatsächlich ein Schöpfer ist in dieser Welt, dass mit dem, was man macht, sich die Welt verändert. Und ja, dass dieses über Bilder zum Beispiel geschieht. Und da müsste schon zum Beispiel, da müsste natürlich dann unser Bildungssystem die Erwachsenen ansetzen und erkennen, wow, was. Denn was passiert, ist, dass wir ohne diese Erkenntnis, dass tatsächlich wir die Schöpfer sind und dass das, was wir vermitteln sozusagen den Kindern, dann umgesetzt wird und die neue Umwelt bildet, passiert Folgendes, dass die alten Bilder einfach, also was jetzt hier ist, was schon gebildet wurde in der Vergangenheit als Futter, als Nahrung dient, und diese Bilder sind unser Wissen, unsere Informationen für
die neue Generation für die Kinder und ohne Gewahrsein und ohne verantwortliches Bewusstsein darüber, dass tatsächlich das Wort Umweltbildung bedeutet, wir sind die Schöpfer dieser Welt. Wir einfach die Welt aus den alten Bildern über die Kinder in aus den alten Bildern eine neue Welt kreieren. Also in jedem Moment, in jedem Atemzug kreieren wir aus den alten Bildern, aus dem, was schon hier ist, aus dem, was wir sehen, das, was wir schon projiziert haben in die Welt und diese Realität, die Zukunft. Und das ist natürlich fatal, denn fatal, das ist einfach scheiße, weil das, was jetzt hier ist, in keinster Weise das Leben unterstützt, sondern lebensfeindlich ist. Und dazu braucht man sich nur umschauen, die Nachrichten einschalten und ja, es gibt genug Beispiele, wenn man sich mit offenen Augen umschaut, dass wir unser Leben, unser Verhalten, unsere Realität, was wir geschaffen haben, lebensfeindlich ist. Okay, jetzt ist interessant, denn wir verändern unsere Umwelt, und so wie dieser Begriff zum Beispiel Umweltbildung gelebt wird in unserer Welt, erkennen wir auch klar, dass wir nicht erkennen und nicht bereit sind dazu zu anzunehmen, dass wir das wird einseitig gelebt. Es ist kein Kreislauf, wo man dann Verantwortung übernehmen kann, indem man sieht, okay, was ich jetzt bilde, stellt dann später die Basis dar, sondern ich bilde mich oder meine Kinder oder wen auch immer, die Menschen, über das, was jetzt da ist. Dabei vergisst man, dass das, was jetzt da ist, schon von uns geschaffen wurde. Das ist ein interessantes Punkt, was dabei ist, dass wir nicht die einzigen Lebewesen sind, die sozusagen ihre Umwelt verändern, weil wir machen das ja zu unseren Gunsten, zu unseren Wünschen. Und da ist mir das Beispiel von einem Biber, der auch zum Beispiel seine ganze Natur, seine Umgebung verändert und dann seine Bedürfnisse realisiert oder seine Bedürfnisse nach einer Umwelt, wo er leben kann, nach einem Bau sozusagen umsetzt, indem er ein Wasser aufstaut, ein Fließgewässer aufstaut und dann da seine Burg baut. Und es kann man sehen, dass erstens, ähnlich wie der Mensch, hat der Biber einen Plan. Der Plan ist eingebaut in sein, ich meine, das ist sein Verhalten, das ist sozusagen sein programmiertes Verhalten, sein Plan, den er einfach auslegt und auslebt in die Realität dann und sozusagen seine Kreation auf die Umgebung, auf das, was hier ist, projiziert. Ähnlich macht das der Mensch, wenn man sich anschaut, alles, was hier ist, was Menschen geschaffen ist, war vorher ein Bild im Kopf, im Verstand, eine Idee, und dann war es meistens ein Bild irgendwo auf dem Zeichenbrett, zum Beispiel ein Kraftwerk oder ein Haus, irgendwie alles, was hier ist, wurde vorher
bezeichnet. Und dann praktisch umgesetzt durch Tätigkeit. Und ja, wie der Biber haben wir auch einen vorprogrammierten Drang oder den Plan in uns sozusagen, unsere Vorstellung, unsere Vorprogrammierung auf die Welt zu projizieren und unsere Burgen zu bauen, sozusagen unsere ja, unsere Umwelt zu verändern. Und man kann auch beim Biber sehen, zum Beispiel, dass dann nicht zwei Biberfamilien eng beieinander wohnen können, denn dann ergeben sich automatisch Revierkämpfe und die verteilen sich dementsprechend. Und es gibt Konkurrenz, es gibt Streitigkeiten, es gibt Wettstreit und so weiter. Also Revierverhalten. Und ähnlich machen es die Menschen, wo jeder für seine eigene Familie sozusagen seinen Plan in die Welt projizieren will, seine Burg bauen, seinen Besitz, sein Land in Anspruch nehmen und seinen Plan auf die Realität, auf das, was hier ist, auf die physische Wirklichkeit projizieren will. Und ja, was man sehen kann in beiden Fällen ist, dass das einfach nicht effizient ist. Es ist nicht effizient in dem Sinn, dass viel Platz in Anspruch genommen wird für eine Familie, für ein Lebewesen, für eine Beziehung, wo ein neues Leben entstehen kann. Es ist nicht effizient, weil für diese Art des Lebens oder der Organisation von Beziehungen und des Lebens sozusagen einfach viel Aufwand getrieben werden muss, wenn man sich vorstellt und anschaut, wie in unserer und halt extrem in unserer Konsumgesellschaft für ja, für den Bau von Sachen und zum Erhalt einer einzigen Persönlichkeit schon mal. Und dann natürlich noch mehr für, sag ich mal, eine Familie mit Haus, mit solchen Geschichten, das einem selbst persönlich gehört, dass einem der eigene Plan verwirklicht wird und so weiter. Wie viele Ressourcen dafür verbraucht werden, und da ist natürlich auch die Effizienz unseres Systems einfach der limitierende Faktor, denn in unserem kapitalistischen System muss in jedem Schritt Profit generiert werden und abfallen, und so so wird einfach dieser ganze Kreislauf extrem, oder dieses ist kein Kreislauf, dieses System extrem aufwendig. Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte, sondern dass man sehen kann, dass eigentlich jeder Mensch in dem Fall dasselbe Bedürfnis hat und denselben denselben Plan, also für sich und andere eine Umwelt zu schaffen, in der er gern lebt, in dem er sicher ist, in dem man sich wohlfühlt, wo ja, einen Lebensraum zu gestalten, der unterstützend ist
für sich selbst und andere. Und der Punkt ist hier, dass wir als Menschen das zwar jeder wollen, aber jeder für sich selbst verfolgen wollen und so die Welt nach unserem eigenen selbstinteressierten Plan gestalten wollen. Und wir glauben, es muss jeder seinen eigenen Plan in die Welt projizieren. Sich selbst eigentlich abbilden in der Welt. Anstatt dass wir sozusagen erkennen, okay, wir wollen alle dasselbe, wieso machen wir nicht einen Plan zusammen, der für alle funktioniert, wo jeder berücksichtigt ist und jeder das bekommt, was er eigentlich will, eine stabile, eine unterstützende, eine Umwelt, die man genießen kann, wo man leben kann, einfach zusammen. Wieso machen wir das nicht zusammen? Und hier ist genau das, ja, der Punkt, dass genau der Punkt, den wir bei Destiny verfolgen und mit einem Equal Money System in die Welt bringen wollen, dass ein Plan für alle da ist, der allen ein würdevolles Leben ermöglicht und ja, der einfach für alle funktioniert, wo keine Revierkämpfe notwendig sind, sondern wo man zusammen baut und die Umwelt bildet, gestaltet, so wie das Beste für alle ist, um ja, sich gegenseitig zu unterstützen und ein Zusammenleben hier zu ermöglichen. Ja, mir kommt gerade der Gedanke einfach, denn wenn wir das nicht tun und uns nicht vereinigen und zusammen diese Welt gestalten, sodass sie für jeden funktioniert, dann und weiter unserem System folgen, wie wir es jetzt machen, unserem Konsumwahnsinn und unserem kapitalistischen System folgen, dann gibt es keine Zukunft in dem Sinn. Dann gibt es große. Man kann es einfach sehen, wenn man dieses System in die Zukunft projiziert und auf alle Menschen überträgt, können alle Menschen, die jetzt auf der Erde sind, unseren Lebensstandard in Europa, ich spreche jetzt von Deutschland, oder ich meine, Amerika ist ähnlich, können alle Menschen auf der Welt diesen Lebensstandard bekommen, können wir das auf die Welt projizieren? Und das ist einfach die schnelle Antwort: Nein, es funktioniert nicht. Der Kahn fährt gegen die Wand. Und deshalb ein Plan für alle. Und
eine Zukunft für alle. Okay, also, tschüss.